Okay, und dann machen wir uns mal drüben in die Transportebene auf, denn dort haben wir noch ein Gespräch zu führen. Und dann haben wir noch das Shuttle, das wir bedienen können. Ach, konnte man vielleicht von hier aus? Kaum mehr. Die Waren aus den Terminus-Systemen sind sehr gut fürs Geschäft. Ich weiß nicht. Einige davon kommen mir ziemlich gefährlich vor. Genau darum geht's doch. Gefährlich bedeutet mehr Vertragsarbeit für uns. Gut, hier drüben war das. Siehste mal. Hier ist das Terminal, das wir hacken sollen für Liara. Gut, machen wir das mal. Das andere, das ist noch nicht da. Hier unten kommt's. Und das sehe ich gerade auch noch nicht. Dann retten wir uns mal durch, bis es irgendwann mal auftaucht. Zwischen den ganzen roten Dingern. Hier ist es. Okay. Und wo müssen wir denn hinrennen? Ach, geh mal weg. Ein Beispiel. Du kennst doch diese neue... So, irgendwo hier drüben? Nee. Neurale Narben hinterlässt. In die Richtung? Sie ist schrecklich. Ich sag dir doch, entspann dich. Sex werden ein paar fehlende Teile niemals auffallen. Nein, ich kann nicht... Halt, wo? Hier, da, Daten hochladen. Ah, Glück gehabt. Es war oben, aber es hat noch gereicht. Niemand kriegt die Extraware zu Gesicht. Und wir sind noch gerade so rangekommen. Okay, jetzt habe ich hier leider nicht zugehört, aber ich nehme mal an, das können wir in Samaras Auftrag dann mit erledigen. Etwas so Gefährliches darf man verkaufen und braucht dafür nur einen Vertrag und eine Verzichtserklärung? Das sind eben die Terminus-Systeme. Alles ist gefährlich und alles steht so... Nein, ich habe noch kein Glück gehabt. Sie besteht darauf, dass es legal war. Ich weiß es nicht. Ich werde einen Gefallen einfordern und einen Freund den Vertrag durchsehen lassen. Ach so, das ist hier drüben. Okay, dann sprechen wir erstmal mit denen hier. Nein, das geht nicht. Aber mit Erinia können wir sprechen. Das wollen wir auch gleich tun. Willkommen bei Barrier Frontiers. Unser Verkaufskiosk okay, geht doch steht noch nicht. Da drüben. Gut, schauen wir mal kurz hier. Gibt es neue Sternenkarten zu kaufen? Die holen wir uns auch. Das bedeutet nämlich, wir können dann in diese neuen Systeme aufbrechen. Und das will ich natürlich tun. Denn das heißt, mehr Rohstoffe für uns. Ich weiß auch nicht, ob es dort irgendwelche Quests gibt. Aber... Allein schon, dass wir neue Systeme für Rohstoffe besuchen können, ist schon mal eine gute Sache. Kommt die erst später? Ach nee, hier sitzt sie doch, Chiala. Die habe ich gesucht gerade. Shepard, Sie erinnern sich bestimmt nicht an mich. Ich bin Chiala. Wir haben uns während des Geth-Angriffs auf Feros getroffen. Saren hatte mich dem Turianer als Sklavin übergeben. Und sie haben ihn getötet. Und mich gerettet. Ich habe versprochen, Zeus Hope beim Wiederaufbau zu helfen. Und deshalb bin ich jetzt auch hier. Ich kann mich schon an dich erinnern. Das war die Dame, die uns den... Wie hieß es denn? Den Dechiffrierer gegeben hat, indem sie ihre Gedanken mit unseren vereinigt hat. Wie geht es, Zeus Hope? Wir haben vieles wieder aufgebaut und konnten sogar verwertbares Material von dem Geth-Schiff bergen, das sie zerstört haben. Aber die Forscher von Exogeny wurden wieder in ihr Hauptquartier zurückgerufen. Und die Reste des Turianers haben sie mitgenommen. Kommandiert Exogeny wieder die Kolonisten herum oder hat der Turianer unseren Kampf irgendwie überlebt? Nein, Exogeny unterstützt Zeus Hope sogar. Sie wollen uns offenbar wirklich dabei helfen zu überleben. Und der Turianer ist tot. Wobei ich nach allem, was sie auf sich genommen haben, um ihn zu töten, ihre Sorge durchaus verstehe. Ich fürchte, nach unserem Abenteuer auf Feros kommt ihnen meine Aufgabe auf Ilium sicher vergleichsweise banal vor. Kann ich dabei irgendwie behilflich sein? Das wäre wunderbar. Ich bin an die Grenzen meiner diplomatischen Fähigkeiten gestoßen und würde ungern Ärger verursachen. Durch die Kontrolle durch den Turianer hatten einige Kolonisten Gesundheitsprobleme. Wir haben eine koloniale Forschungsgruppe engagiert, um medizinische Scans durchzuführen. Aber der Vertrag erlaubt der Firma anscheinend, ohne unsere Zustimmung Eingriffe vorzunehmen. Deshalb bin ich hier. Moment mal, Chiala. Sie waren doch nur grün, als der Turianer einen Klon aus Ihnen gemacht hat. Ihr wahres Ich war blau, wie normale Asari. Ich sprach von Gesundheitsproblemen durch die Kontrolle des Turianers. Erinnern Sie sich? Das ist meins. Einige Monate nach dem Tod des Turianers veränderte sich die Pigmentierung meiner Haut. Und meine biotischen Fähigkeiten sind auch instabil. Außerdem habe ich intensive Träume über meine Zeit bei dem Turianer. Das alles schön, ist beunruhigend. Das erste und einzige ist, was Shepard beschäftigt, dass ihre Farbe sich geändert hat. Erzählen Sie mir mehr über den Vertrag, den Sie wegen der Scans unterschrieben haben. Barrier Frontiers zeigte Interesse an unserem Problem. Sie haben angeboten, medizinische Scans und die nötige Behandlung fast ohne Bezahlung durchzuführen. Ich hätte wissen müssen, dass es zu schön war, um wahr zu sein, aber wir waren verzweifelt. Im Kleingedruckten haben wir uns anscheinend damit einverstanden erklärt, dass sie weitere Eingriffe durchführen dürfen, wenn sie es für angebracht halten. Und so kam es dann auch. Können die Ihnen diese Eingriffe wirklich aufzwingen?
Nein, aber sie können uns wegen Vertragsbruch anklagen. Was bedeutet, dass wir den vollen Preis bezahlen müssen, den ihre Leistung normalerweise gekostet hätte. Zeus Hope kommt gerade langsam wieder auf die Füße. Wir können uns das unmöglich leisten, Shepard. Erzählen Sie mir mehr über den Vertrag, den Sie wegen der Scans unterschrieben haben. Aria von Tears zeigt Interesse an unserem Problem. Sie haben angeboten, medizinisches... Gut, machen wir das weg. Im Kleingedruckten haben wir uns anscheinend damit einverstanden erklärt, dass Sie weitere Eingriffe durchführen dürfen, wenn Sie es verantworten. Was für Gesundheitsprobleme hatten die Kolonisten denn? Kopfschmerzen und Muskelkrämpfe, so ähnlich wie die unter der Kontrolle des Turianers. Manchmal teilen Kolonisten in der Nähe eines Turianer-Opfers dessen Empfindungen, etwa Hitze oder Schmerzen. Es muss etwas mit Resten der parasitären Sporen des Turianers zu tun haben. Deswegen soll das Ganze untersucht werden und geheilt. Ich rede mit dieser Forschungsgruppe. Ich weiß das zu schätzen, Shepard. Der Vertreter von Barrier Frontiers ist über das Problem informiert. Gut, dann wollen wir denen mal helfen. Natürlich wollen wir denen helfen, die wir schon im ersten Teil kennengelernt haben und denen wir dort schon geholfen haben. Damit sie dann, ja, endlich mal ein sorgenfreies Leben haben können, ne? Ich habe Ihr Gespräch beobachtet, Mensch. Sie wollen sich über die medizinischen Verträge beschweren, die die Kolonisten von Feros unterschrieben haben. Sie gehen besser wieder. Ihr Leben ist kurz genug. Vergeuden Sie keine Zeit damit, mich zu belästigen. Warum bestehen Sie auf diese Tests? Welchen Nutzen haben Sie davon? Der Nutzen geht Sie nichts an. Ein legaler, bindender Vertrag wurde unterschrieben. Nur das zählt. Sie alle, Menschen, Salarianer, Turianer, Sie kommen auf unseren Planeten und beschweren sich dann, dass Ihnen unsere Gesetze nicht passen. Die Galaxie wäre ein besserer Ort, wenn sich niemand außer den Asari aus der Ursuppe erhoben hätte. Vielleicht könnten wir andere Tests entwickeln, mit denen beide Seiten zufrieden wären. Wenn die Kolonisten die Vertragsbedingungen nicht einhalten wollen, hätten sie nicht unterschreiben sollen. Ich bin nicht dazu verpflichtet, ihren Wünschen nachzukommen. Wären ihre Vertragsbedingungen genauso hart, wenn es sich um Asari-Kolonisten handeln würde? Asari würden sich um die Probleme kümmern, die andere Spezies verursacht haben. Asari wie meine Seelenverwandte, die beim Aufstand der Geth gegen die Quarianer ums Leben... Oder wie meine Töchter, die bei dem Geth-Angriff auf die Citadel starben. Eine arbeitete in der Botschaft. Die andere war Empfangsdame bei der Konsortin. Und da kommen wir dem Problem auf die Sprünge. Das alles ist für mich nicht hypothetisch, Mensch. Aliens werden niemals meine Verbündeten sein. Sie können mir bestenfalls nützliche medizinische Damit haben wir genau den Kern der Sache getroffen, warum diese Dame so ablehnend gegenüber sämtlichen anderen Spezies ist. Weil sie alles verloren hat, was sie besaß. Warum war ihre Seelenverwandte auf der Heimatwelt der Quarianer? Sie hat die Quarianer studiert. Nicht ihre Technologie, sondern ihre Musik. Sie liebte ihre Kunst. Sie sagte, sie hätten alte Seelen. Meine Töchter haben das wohl geerbt. Beide sprachen gern mit Leuten und waren an anderen Kulturen interessiert. Sie waren bestimmt wunderbar. Ihr Verlust hat die Galaxie ärmer gemacht. Ja, das stimmt. Wären die beiden mit ihrem jetzigen Verhalten einverstanden? Ich bin nicht... Ich habe nicht... Das war schlau, aber auch ziemlich gemein von Shepard, ihren wunden Punkt so böse auszunutzen. Ich schicke einen geänderten Vertrag. Keine Tests mehr, keine Gebühren. Es gibt genug Schmerz in der Galaxie. Ich muss ihn nicht noch verstärken. Gutes Einsehen. Das war eigentlich wirklich ziemlich fies von Shepard, gerade da so reinzustochern in ihre Wunde. Aber Hauptsache, wir haben den... Hast du die Sternenkarten bekommen? Ja, allerdings musste ich mich dabei mit Irinia befassen. Ich brauche jetzt erstmal eine Dusche. Was hast du erwartet? Sie ist ein Reinblut. Die sind nett. Alle so. Ja, Reinblüter sind ja verhasst, ne? Aber das werden wir noch später thematisieren. Auch in diesem Teil schon. Werden wir noch sehen. Das hat mit Samara dann zu tun. Aber da kommen wir... Na, eben habe ich nicht irgendwo gesagt, dass wir gar keine Asari dabei haben. Natürlich haben wir mit Samara eine Asari dabei. Tut mir leid, dass ich da so einen Schwachsinn gequatscht habe. Okay. Das werden wir dann mit Samara dann noch ausgiebig besprechen, das Ganze. Sie haben es geschafft. Ich habe gerade die überarbeiteten Verträge erhalten. Danke, Shepard. Sie haben Zeus Hope schon wieder gerettet. Ich glaube nicht, dass ich... Ist das immer so? Dass die Probleme von gestern heute in neuer Form auftauchen? Kann nicht irgendwas einfach mal erledigt sein?
Sie haben die Kraft, wirklich etwas zu bewegen, Shiala. Und die haben nicht viele. Sie haben recht. Sie haben die Kolonie gerettet und uns dadurch eine Chance verschafft. Ich kann sie nicht im Stich lassen. Und das werde ich auch nicht. Danke für alles, was Sie hier getan haben, Shepard. Ich werde weiterhin mein Bestes geben. Irgendwann vielleicht. Wenn ich mal nicht die Kolonie organisiere und Sie nicht tun, was Sie ebenso tun. Tja, ob es dazu eigentlich mal kommen wird? Ich glaube nicht, ehrlich gesagt. Na gut. Zumindest haben wir denen wieder geholfen. Freut mich ja auch, wenn sie dankbar ist. Ich glaube, sie verwechselt Dankbarkeit da mit tieferen Gefühlen. Aber gut, sprechen wir mal mit Officer Dara, denn sie ist zuständig für das Problem Samara. Kann ich Ihnen irgendwie behilflich sein? Ich suche eine Asari-Kriegerin namens Samara. Oh nein, was hat sie getan? Hat sie jemanden umgebracht? Ganz ruhig. Ich muss nur mit ihr reden. Sie ist die erste Justikarin, die je zu uns gekommen ist. Ich mache mir Sorgen, dass sie das Feuer eröffnet. Sie ist vor einigen Stunden zum Raumhafen gegangen. Wenn Sie dorthin wollen, können Sie sich an dem Stand auf dem Balkon da ein Taxi kommen lassen. Seien Sie einfach höflich, wenn Sie ihr begegnen. Justikarinnen verkörpern unsere höchsten Gesetze und bleiben normalerweise im Gebiet der Asari. Sie ist den Umgang mit Aliens nicht gewohnt. Ist Samara wirklich so gefährlich? Wenn Sie sich an die Gesetze halten, haben Sie nichts zu befürchten. Und eine Justikarin würde für den Schutz Unschuldiger ohne Zögern ihr Leben geben. Wenn Justikare auf etwas Böses stoßen, müssen sie es beseitigen. Bei den Asari klappt das ganz gut. Aber es macht mich nervös, dass eine hier ist, solange andere Spezies etwas anstellen könnten. Warum machen Sie sich Sorgen darum, dass andere Spezies mit ihr in Kontakt kommen? Wenn eine Justikarin eine Asari tötet, gehen wir davon aus, dass es gerechtfertigt war, selbst wenn keine Beweise vorliegen. Aber wie ist das bei einem Menschen? Glauben Sie, die Allianz würde ihre Motive verstehen und ihre Autorität anerkennen? Das schaffen sie doch nicht mal bei ihren eigenen Religionen. Würde die Allianz das verstehen und akzeptieren oder würde sie Beweise verlangen? Dann würde ich nämlich ordentlich in der Klemme stecken. Erzählen Sie mir mehr über die Justikare. Sie sind ähnlich wie Spectres. Sie reisen durch das Gebiet der Asari, beschützen die Schwachen und bestrafen die Schuldigen. Mit einer Waffe. Die meisten sind auf irgendeiner lebenslangen Mission, aber sie kümmern sich unterwegs um jedes Unrecht, was zu Problemen führen kann. Sie sind ein ehrwürdiger alter Orden, den wir verehren. Dennoch ist es beunruhigend, einen von ihnen in Nos Astra zu wissen. Spectres werden vom Rat autorisiert. Wen repräsentieren Justikare? Was? Das ist wie... Ich kenne dafür keine gute menschliche Metapher. Sie stehen für ihren Kodex. Unseren Kodex. Es ist mehr eine religiöse Gruppierung als eine Abteilung der Polizei. Keine gesetzestreue Asari würde die Befehle einer Justikarin anzweifeln. Sie sind völlig unabhängig und nur ihrem eigenen Kodex unterworfen. Eine Justikarin würde lieber sterben, bevor sie ihren eigenen Kodex verletzt. Ach, ich suche Samara. Ich sagte Ihnen doch, sie ist beim Raumhafen. An dem Stand auf dem Balkon da. Okay, da wollen wir mal ein Taxi rufen. Es ist natürlich auch interessant, die Kultur der Asari, das zeigt sich hier, ist ein bisschen anders als die der Menschen. Offenbar hat dort eine religiöse Bewegung so sehr Akzeptanz und die Oberhand gewonnen, dass alle sie anerkennen. Das heißt, die Ordensmitglieder, bei denen grundsätzlich davon ausgegangen wird, dass sie immer den Regeln treu dienen, ich denke, bei den Asari, da werden dann auch bestimmte Mechanismen auch mit der Biotik greifen, dass man das Ganze, dieser Sache sich auch sicher sein kann. Da das von allen Akzeptanz gewonnen hat, können die natürlich auch über dem Gesetz stehend dann agieren und Gesetzesbrecher quasi aus dem Verkehr ziehen. Aber ich weiß, was sie meint, weil das natürlich nur intern klappt, dieses System. Wenn man auf einen anderen Planeten kommt, wo andere Spezies unterwegs sind, die andere Moralansichten haben und anderen Leitideen folgen, dann funktioniert das natürlich nicht mehr, weil dann ganz schnell ein Missverständnis zur Tötung führen kann. Also es ist ein sehr drastisches Mittel, das nur innerhalb des eigenen Systems funktioniert. Gut, und dann machen wir uns mal auf, rufen ein Taxi. Und mal schauen, wen ich jetzt mitnehme. Ich weiß gar nicht, was der Großteil der Gegner hier war. Wir könnten mal Thane ausprobieren. Wir könnten auch mal Grunt ausprobieren, den habe ich auch noch nicht dabei gehabt. Wollen wir das mal tun? Wir könnten auch Jack mal ausprobieren. Weißt du, ich nehme mal Jack mit, einfach weil sie auch eine Biotikerin ist. Vielleicht wird sie ja Samaras Kräfte irgendwie zu schätzen wissen oder so. Und ich nehme Thane mit. Mal ein anderes Team.
So, dann müssen wir aber erstmal wieder ein paar Punkte vergeben, natürlich. Bei Thane haben wir jetzt ganz viel. Oh, der ist auch Biotiker. Das ist ja interessant jetzt. Jetzt haben wir ja ein volles Biotiker-Team. Das wird lustig. Okay, da gehen wir ein bisschen auf Werfen. Ein bisschen auf den Warp. Ich glaube, da gehe ich sogar ein bisschen mehr drauf. Okay, dann machen wir auch mal den verbesserten Warp. Und dann können wir auch mit ihm jetzt irgendwelche Schilde zerstören. Nicht Schilde, sondern Barrieren, meine ich natürlich. So, und bei Jack haben wir auch noch alles zu vergeben. Noch ein bisschen aufziehen. Subjekt Zero. Gut, haben wir die Punkte vergeben. Und dann kann es eigentlich losgehen. Oder, naja, Nacht hätte, glaube ich, auch noch was für Shepard gehabt. Aber gut, egal. Können wir beim nächsten Mal noch machen. Waffen können wir, glaube ich, so lassen. Oh, die hat eine Schrotflinte, Jack. Wow, das wird ja lustig mit ihr. Und Thane, der hat die Incisor und die Locust auch gut ausgerüstet. Sehr schön, gefällt mir. Los geht's. Wo wollen Sie denn hin? Ich bringe meine Ware nach Omega, Detective. Sie gehen nirgendwo hin, Händler. Nicht bevor ich diesen Mord aufgeklärt habe. Ich hatte nichts damit zu tun. Es waren diese üblen Söldner, die Sie offenbar nicht loswerden. Das Opfer war Ihr Geschäftspartner und Sie gehören zu den Verdächtigen. Ich gebe Ihnen Bescheid, wenn Sie gehen dürfen. Was ist mit der Justikarin, die gerade aufgetaucht ist? Alle sagen, sie dreht vielleicht durch und greift zur Waffe. Ich muss hier weg. Sie schießt nur auf Kriminelle. Sie hätten also mit Sicherheit nichts zu befürchten, Pitney Four. Ich bin auf dem Revier, wenn Sie mich brauchen. Das ist mal ein spezielles Team, das wir haben. Sieht schon creepy aus, finde ich, wenn man die zwei mit dabei hat. Ich meine, Jack ist ja jetzt auch nicht gerade die am vertrauenswürdigsten aussehende. Und Thane, der ist auch so eine Alien-Spezies, die es nicht allzu häufig gibt. So, hier hinten mal kurz abchecken. Sollte aber eigentlich nichts sein. Nee. So, dann wollen wir erstmal mit dem kleinen Volus reden, mit Pitney Four. Und dann gehen wir mal kurz in die Polizeistation, um herauszufinden, wo wir Samara hier genau finden können. Was wollen Sie? Ich habe schon Söldner an den Hacken, die mich umbringen wollen, genau wie meinen Partner. Ich brauche nicht noch mehr Ärger. Als ob das nicht schon genug wäre, ist heute Morgen auch noch eine Asari-Justikarin aufgetaucht. Alle Einheimischen haben Angst vor ihr. Ich muss von diesem Planeten verschwinden. Hat Samara schon etwas Handfestes unternommen? Die Asari sagen, dass die Justikare im Kampf absolut tödlich sind. Und wenn sie nur den Hauch einer Bestechung riechen, fangen sie schon an zu ballern. Und Bestechungsfälle sind hier wirklich nicht schwer zu finden. Sagen Sie mir, wo ich die Justikarin finde. Sie ist in der Gasse, in der mein Geschäftspartner ermordet wurde. Ein Detective hat den Tatort abgeriegelt. Wenn Sie dorthin wollen, müssen Sie mit ihr reden. Warum glauben Sie, dass es Söldner waren? Dirk Nikur ging letzte Nacht durch eine dunkle Gasse, als ihn jemand mit einer Schrotflinte erledigt hat. Ich habe seine Leiche heute Morgen gesehen. Sie haben spezielle Patronen benutzt. Und das bedeutet, es waren Eclipse. Die Eclipse ist ganz schön verbreitet hier auf Ilium, kann das sein? Sie wissen doch etwas über diese Eclipse. Ich mache hin und wieder Geschäfte mit ihnen. Aber nur in Begleitung meiner Wachen und an gut erleuchteten Orten. Und erst wenn geklärt ist, dass sie flüssig sind. Ein hinterlistiger Haufen, sogar für Söldnerverhältnisse. Sie verkaufen roten Sand und alles mögliche illegale Zeug. Und sie sind allesamt kaltblütige Killer. Warum sollten die Söldner ihn umlegen? Und wie kommen sie darauf, dass sie auch auf der Liste stehen? Ich habe keine Ahnung. Wir sind harmlose Kaufleute. Aber sie haben ihn getötet. Das heißt, dass sie auch hinter mir her sind. Ich muss meine Verbindungen spielen lassen und von hier verschwinden. Der Tod ihres Partners scheint sie nicht allzu sehr getroffen zu haben. Dag Nikur kannte die Risiken, als er sich der Raumfahrt widmete. Im Moment mache ich mir nur um mich selbst Sorgen.
Es ist im Moment ungesund, ein Volus auf dem Raumhafen Nos Astra zu sein. Vor allem, wenn man Pitney Four heißt. Ich muss jetzt gehen. Gut, also er hat ein bisschen Angst um sein Leben. Aber das kann uns eigentlich erstmal egal sein. So, wir schauen uns erstmal hier drüben um. Na gut, geht nicht allzu weit. Und wir sehen schon, davon ist alles zu, aber vielleicht weiß der Turianer hier ja was. Die Polizei gibt es nicht zu, aber die Eclipse-Schwestern beherrschen diese Gegend. Eclipse-Schwestern, okay. Gut, können wir hier mit denen schon sprechen? Nee, ne? Oh. Hier gibt's nichts zu sehen. Weiter geht's. Ist interessant, dass man hier einfach durchgehen kann. Darf ich? Darf ich? Ich darf nicht. Ich komme auch noch nicht an die Transportdetails da hinten ran. Okay, dann sollten wir vielleicht erstmal mit der Detective sprechen. Für diesen Aufzug braucht man anscheinend eine Schlüsselkarte, okay? An den Aufzug kann ich mich gar nicht erinnern. Ich wollte früher auch mal Justikarin werden. Vermutlich wie jeder Assange. Wenn du meinst. Ich kann mir nicht vorstellen, dass das erstrebenswert für jeden ist, ein gestrenges Mitglied eines Ordens zu werden, in dem man sich wirklich ganz strikt an Regeln halten muss und jeden, der dagegen verstößt, ausschalten muss. Ich denke, da muss man schon sehr willensstark sein, um das auf sein ganzes Leben lang und Asari-Leben ja sehr lang durchzuziehen. So, den Waffenspiel brauchen wir nicht, reden wir mal mit Detective Anaya. Die ist aber sehr blau. Hübsche Waffen. Bitte nicht in meinem Bezirk abfeuern. Was kann ich für Sie tun? Ich suche eine Asari-Kriegerin namens Samara. Wenn Sie eine Rechnung mit Samara zu begleichen haben, dann bitte woanders. Ich habe hier schon mehr als genug Ärger. Ich muss Samara für meine Mission rekrutieren. Dann sind wir auch schon wieder weg. Justikare arbeiten zwar normalerweise allein, werden aber nahezu magisch von unmöglichen Aufgaben angezogen. Dann wird dir unsere Mission gefallen. Wenn Sie sie aus meinem Bezirk rausschaffen, bringe ich sie umgehend zu ihr. Sie ist am Tatort. Sie haben sie an einen abgesperrten Tatort gelassen? Ich bin Polizistin. Ein Justikar hat meine volle Kooperation. Außerdem ist sie schon länger am Tatort, als es uns beide gibt. Sie kann auf sich selbst aufpassen. Sie sind sehr begierig darauf, Samara aus ihrem Bezirk zu kriegen. Meine Bosse wollen, dass ich sie einsperre. Sie haben Angst, sie würde irgendeinen Vorfall mit mehreren Spezies provozieren. Aber ihr Justikar-Kodex lässt nicht zu, dass man sie verhaftet. Wenn ich es versuchen würde, müsste sie mich umbringen. Ich will aber nicht sterben. Wenn Sie sie also mit irgendeiner ehrenvollen Sache fortlocken könnten, bevor ich meine Befehle erfüllen muss, würde mich das sehr freuen. Und ich würde Ihnen behilflich sein. Gut, ja, befolgen Sie den Befehl nicht. Das wäre wahrscheinlich zu raten, wenn sie sonst umgebracht wird. Ihre Vorgesetzten schicken Sie ohne guten Grund in den sicheren Tod. Sie haben ein Recht, solche Befehle nicht zu befolgen. Das merken wir uns für das nächste Mal, wenn Shepard uns ohne jede Chance irgendwo reinschickt. Also ungefähr so zweimal ungefähr. Täglich. Meistens bin ich aber nicht so dämlich, was man von Anayas Vorgesetzten nicht behaupten kann. Ich bin Polizistin und kenne meine Pflichten. Mir wurde befohlen, sie zu verhaften und das werde ich auch tun. Außer ich bringe sie dazu, vorher meinen Bezirk zu verlassen. Ja, normalerweise würde das ja nicht funktionieren in Gegenden hier wie, also in normalen Rechtsstaaten bei uns auf der Welt, bei den Menschen, jetzt zum Beispiel Deutschland, da würde das natürlich nicht funktionieren, sie einfach pro forma einzusperren, in irgendwelchen Unrechtsstaaten natürlich schon. Gut, Ilium haben wir ja schon gemerkt, ist nicht so wirklich sowas ähnliches wie ein Rechtsstaat, sondern ein bisschen anders. Und ich wollte bloß sagen, normalerweise in Gegenden wie Deutschland würde es niemals funktionieren, dass man Leute schon vorher wegsperrt. Einfach nur, weil man sie aus dem Verkehr gezogen haben will. Sie müssten da schon was gemacht oder zumindest geplant haben. Gut, das hat man schon. Samara scheint prinzipiellos. Ich glaube eher das komplette Gegenteil, ehrlich gesagt. Samara würde einen Polizisten töten? Das klingt nicht sehr aufrecht und gesetzestreu. Sie würde ihr Leben geben, um einen ehrbaren Polizisten zu verteidigen. Genauso wie sie gegen eine ganze Armee korrupter Polizisten bis zum Tod kämpfen würde. Ich bewundere ihre Entschlossenheit, aber ihre Anwesenheit ist trotzdem ein großes Problem. Sie muss hier weg, bevor ich dazu gezwungen bin, meine Befehle auszuführen. Wie komme ich zum Tatort? Es ist gleich um die Ecke. Gehen Sie raus und dann links. Suchen Sie nach der Polizeiabsperrung. Ich sage Bescheid, damit man sie durchlässt. Vorsicht! Die Eclipse-Söldnerinnen hier treiben sich seit kurzem in diesen Nebengassen herum. Sie erwähnten einen Tatort. Ein Händler der Volus wurde ermordet. Die Arbeit eines Profis, also kein Junkie, der sich Stoff beschaffen wollte. Meiner Vermutung nach war es die hiesige Eclipse-Söldnertruppe. Beweisen kann ich es nicht, aber wenn der Volus auch Dreck am Stecken hatte, war es vielleicht nur eine Geschäftstransaktion, die aus dem Ruder gelaufen ist.
Was muss ich über diese Söldner wissen? Eclipse-Söldner sind professionelle Killer. Sie verkaufen roten Sand, handeln mit illegalen Waffen und schmuggeln Kriminelle raus. Sie kontrollieren einige der Nebengassen hier. Ihr Versteck konnte ich leider noch nicht aufspüren. Was können Sie mir über Justicare erzählen? Sie sind eine Art Menschen, nennen sie manchmal Kriegsmönche. Sie leben nach einem komplizierten Kodex, der ihnen befiehlt, die Bösen zu bestrafen und die Reinen zu beschützen. Sie sind seit Jahrtausenden ein Teil der Asari-Kultur. Ich habe schon als Kind Abenteuergeschichten über Justicare gelesen. Was halten Sie von Samara selbst? Sie ist schon länger als drei Menschenleben Justicaren. Wer immer sie war, bevor sie ihren Eid abgelegt hat, ist lange tot. Samaras Anwesenheit scheint die Leute nervös zu machen. Asari bewundern Justicare. Aber wir wissen auch, dass sie ohne jede Gnade sind, wenn sie auf Korruption stoßen. Und die Justicare lassen den Asari keinen Freiraum. Was will sie hier? Ich bezweifle, dass es nur um den Mord an einem korrupten Volus geht. Ich muss gehen. Viel Glück.